Klar, das Gefühl ist nicht gut, aber es hat sich ja vorher schon angedeutet. Wir hatten ja eine schwierige Rückrunde insgesamt, beziehungsweise auch der Start der Hinrunde war schon schwierig. Man wusste ja, dass es auf ein ganz schwieriges Ende hinauslaufen kann, gerade mit dem Restprogramm, was wir hatten, jetzt mit Lübeck als Tabellendritter und jetzt Osnabrück, dass wir in den beiden Spielen ja mit unserer besten Saisonleistung abliefern. Damit war zu dem Zeitpunkt unter den Gegebenheiten hier auch jetzt nicht so zu rechnen. Wir haben die anderen Spiele gegen direkte Konkurrenten, da haben wir in der Rückrunde zu viele Punkte gelassen und das hat uns dann auch jetzt hier den Klassenerhalt gekostet. Nicht, wie du schon sagst, die haben sich reingehauen, die Hamburger, die wollten mit aller Macht die Jungs von Condor die Liga erhalten, das haben sie getan, beziehungsweise haben sie nicht getan, aber sie haben alles dafür gegeben, somit haben sie es uns nicht leicht gemacht. Campione, Campione, ole, 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 Campione, Campione, ole, ole, ole. So, fangen wir nochmal an. Keiner will absteigen. Wir haben genug Gründe genannt, warum wir nicht absteigen wollen für uns, für die Eltern, die immer mitkommen, für die Fans, aber hauptsächlich für uns selber, für unsere Trainer, die alles hier rein investiert haben. Und wir haben halt gehofft, dass Norderstedt das Spiel gewinnt und wir halt auch selber gewinnen, damit wir nicht absteigen. Hat leider nicht geklappt, trotzdem finde ich, war das eine super Leistung von uns. Wir haben trotzdem alles gegeben.